Ja, hallo Leute und willkommen zu unserem zweiten Technik-Spezial. Heute geht es um eine Ruhestrommessung, die wir euch zeigen wollen. Was ist eine Ruhestrommessung? Ruhestrommessung ist eigentlich, wenn zum Beispiel eure Batterie ständig leer ist und ihr wisst nicht genau, ja, zieht das Auto vielleicht die ganze Zeit Strom, gibt es irgendeinen heimlichen Verbraucher oder ist die Batterie einfach nur platt? Um die Batterie und die Ladeleistung eures Generators zu testen, haben wir diesen Batterietester, den ich euch auch in der Videobeschreibung natürlich nochmal verlinke. Die lege ich auf Seite, weil heute geht es um die Ruhestrommessung. Ich werde euch nachher auch noch zeigen, wie ihr das mit einem Multimeter machen könnt, falls ihr so eine Zange hier nicht habt. Gar kein Problem, geht auch. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's nach dem Intro. Ja Leute, um nach der Ruhestrommessung besser messen zu können, an welchem Verbraucher der zu hohe Verbrauch jetzt liegt, um an den Sicherungskasten drankommen zu können, ohne die Tür zu öffnen, weil wenn ich die Tür öffne, wird der Ruhestrom auf jeden Fall ansteigen, weil diverse Steuergeräte dann hochfahren und so weiter. Und um trotzdem hier noch dran zu kommen, öffne ich jetzt die Tür und raste diese sogenannte Drehfalle, dieses Schloss jetzt hier einfach mit dem Schraubendreher einmal ein. Das ist dann für das Auto so, als wenn die Tür zu wäre. Ich kann die Tür aber trotzdem noch öffnen und hinterher an den Sicherungskasten gelangen. Dieser Polo von Marc hat hier noch einen Türkontaktschalter an der Seite. Der ist aber in dem Fall nur für die Innenbeleuchtung zuständig. Für sonst nichts. Die Innenbeleuchtung haben wir ausgeschaltet. Ja, jetzt muss man darauf achten, dass man die Tür nicht zuschlägt, sondern nur leicht anlehnt, weil ihr sonst das Schloss kaputt macht. Ja Leute, jetzt machen wir hier die Ruhestrommessung am Massekabel der Batterie. Wir haben jetzt hier für euch, für den Dreh, ein bisschen was verändert. Und zwar das Massekabel bei dem Polo geht hier einmal direkt am Kotflügel seitlich ran. Das kann man für die Kamera leider ganz schlecht zeigen, wo ich da mit der Stromzange hin muss. Deswegen habe ich hier einfach das Massekabel mal mit einem Starthilfekabel hier ein bisschen verlängert. Nehme jetzt meine Stromzange, stelle die auf den 40 Ampere Messbereich ein. Und lege das Kabel dann einfach einmal in diese Zange rein. Wir sehen, das Auto verbraucht jetzt im Moment 0,05 Ampere ungefähr. 0,5 Ampere ist so ungefähr das, was das Auto maximal im Ruhestrom haben sollte. Wir haben das Auto aber gerade erst abgestellt. So ein älteres Auto hat nicht sehr viele Steuergeräte. Die Steuergeräte müssen alle erstmal runterfahren. Das dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir lassen die Strommesszange jetzt einfach mal dran. Schauen wir mal in einer halben Stunde, wie der Strom aussieht, wobei das eigentlich schon relativ okay ist. Und dann sehen wir uns wieder. So Leute, eine halbe Stunde ist jetzt ungefähr um. Wir sehen jetzt, dass der Ruhestrom hier auf ungefähr 0,3 Ampere abgefallen ist. Das ist total in Ordnung, der Wert. Tiefer wird er nicht gehen. Bei dem Auto ist kein Fehler vorhanden. Wenn ihr jetzt hier allerdings in einer halben Stunde immer noch so 1, 2 Ampere oder sogar noch mehr habt, dann müsstet ihr jetzt im Sicherungskasten weitermachen. Ja Leute, wenn ihr jetzt wirklich hier einen zu hohen Ruhestrom habt mit der Messzange, dann nehme ich als nächstes mein Multimeter, wie gesagt, stelle das auf den 10 Ampere Messbereich Gleichstrom ein, stecke meine Anschlüsse entsprechend rein und nehme jetzt den Sicherungskasten vor. Dieses Auto hat hier vorne auch noch einen Sicherungskasten. Haben ganz viele Autos vorne in der Nähe der Batterie noch einen Sicherungskasten, der für die Motorsicherungen zuständig ist. Das gleiche würde aber auch für den Innenraum gelten. Nehmen wir jetzt mal an, ich hätte hier einen Ruhestrom von über 2 Ampere gemessen. Und dann prüfe ich jetzt hier alle Sicherungen nacheinander durch, indem ich einfach hier oben auf diese Pins drauf gehe. Geht bei diesen kleinen Sicherungen genauso, ist nur ein bisschen fummeliger. Ja, und in dem Fall sehe ich jetzt hier gar keinen Verbrauch. Was ihr bedenken müsst, das, was ihr hier auf dieser Sicherung oben drauf messt, das ist alles nur halb so viel Strom, wie wirklich durchgeht, weil die Hälfte von dem Strom ja durch die Sicherung geht. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, entfernt ihr alle Sicherungen, schaut währenddessen auf die Stromprüfzange, bei welcher Sicherung, die ihr entfernt habt, der Ruhestrom runtergeht. Das ist dann wahrscheinlich der Stromkreis, der verantwortlich ist für euren zu hohen Ruhestrom. Nachdem ihr die Sicherung entfernt habt, könnt ihr in die Kontakte, wo die Sicherung eingesteckt ist, mit dem Multimeter reingehen und könnt dann da den genauen Ruhestrom bestimmen. Irgendwo an diesen Verbrauchern ist die Ursache zu finden für den zu hohen Ruhestrom. Wenn ihr jetzt diese Stromprüfzange nicht habt, wie ich schon angekündigt habe, zeige ich euch das Ganze jetzt mal, wie das mit dem Multimeter gemacht wird. Ja Leute, jetzt das Ganze mit dem Multimeter. Stell das Multimeter auf den größtmöglichen Amperebereich, in dem Fall sind es 10 Ampere ein. Stecke, wie es hier auch gezeigt wird, den schwarzen natürlich wie immer auf COM und den roten in den 10 Ampere Messbereich. Mit dem Multimeter kann ich den Strom nicht induktiv messen, wie es die Zange macht, sondern ich kann ihn nur in Reihe messen. Das heißt, ich löse jetzt meinen Batteriepol. Gehe dann zuerst mit der roten Klammer an das Kabel selbst und hebe diese Batterieklemme jetzt leicht an und gehe gleichzeitig mit der schwarzen Klemme
hier an den Batteriepol dran. Wenn ich jetzt beide Kabel verbunden habe, kann ich den Batteriepol ganz abnehmen. Lege jetzt zur Sicherheit noch einen Lappen drunter, damit sie sich nicht berühren. Und der ganze Strom, den das Auto verbraucht, geht jetzt einfach nur über diese Messkabel hier durch das Multimeter durch. Und das zeigt man natürlich auch jetzt entsprechend an, wie viel Strom da gerade durchgeht. In dem Fall sind es 60 mA. Ein bisschen hoch, aber wir haben das Auto auch jetzt gerade nochmal aufgemacht. Die Steuergeräte müssen runterfahren. Das kann bei einem modernen Auto auch gut über 1 Ampere sein. Es muss aber dann halt nach ein paar Minuten immer weiter runtergehen und nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde in etwa, sollte das Multimeter den Ruhestrom anzeigen, der tatsächlich zum Beispiel über Nacht von dem Auto verbraucht wird. Wichtig ist während der Messung im Auto keine Schalter zu betätigen, keine Tür zu öffnen oder zu schließen, außer wo ich eben das Schloss habe einrasten lassen. Ja Leute, das war die Ruhestrommessung bei diesem Polo. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was das Multimeter hier noch alles kann, seht euch das Video an, was wir euch hier vorne noch verlinkt haben. Abonniert unseren Kanal, schreibt uns, was ihr gerne sehen möchtet. Im Moment, wie gesagt, sind wir in der Elektroabteilung so ein bisschen, weil das viele von euch sich gewünscht haben. Gebt uns für dieses Video gerne einen Daumen nach oben oder auch nach unten. Bis zum nächsten Technik-Spezial oder bis zur nächsten Reparaturanleitung hier auf Werkstatt TV.